Willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 4. Chrissy und Herbie müssen bald zur Arbeit. Chrissy hat aber gerade ein bisschen Hunger. Deshalb öffnen wir hier mal. Essen eine Asia-Hühnchen-Nudelfanne. Asia-Hühnchen-Nudelfanne, ne, sowas in der Art. Und wir gleichzeitig dürfen sie hier noch ein bisschen miteinander reden. Einfach mal ein bisschen die Liebe pflegen. Das muss auch alles getan werden. Mal knuddeln. Aber gut, knuddeln geht schlecht, wenn. Das geht eher schlecht. Mehr Wie wird's, Auswahl, Schwabe? Romantik, Kuss Yes, zu hauchen. Aha, und Good dann mehr Auswahl, job. Romantik, Kompliment über Aussehen machen. Genauso soll es sein. Gut, Herbie darf danach noch ein bisschen Kanal schauen, und zwar den Kochsendung für Ideen schauen. So. Die beiden sind hier noch ganz fleißig. Sie muss etwas später zur Arbeit, hat mal gerade das dringende Bedürfnis nach Sozialleben. So. Und jetzt. Da ist sie jetzt voll auf. Sie ist die beste Gamerin, die es auf diesem Planeten gibt. Oh, was sehen wir denn zu den Augen? Unsere Kuhpflanze ist gewachsen. Hallo Muku. Unsere Muku ist da. Hallo Klingeling. Ich taufe dich auf den Namen Klingeling. Oh, Klingeling ist süß. Ist gut. Dann wollen wir sie mal ein bisschen füttern, sie streicheln, mit ihr spielen. Das alles muss auch getan werden. Damit kriegen wir Cora, unsere the fool. Botanikfähigkeit hoch. So, Glarbafna. jetzt machen wir hier mal Schritt Chaotic schneller. Nein, equivalent. eigentlich nicht so viel, nicht so viele Schritte. Orphan, So, aber solange sie noch isst, dürfen die ruhig miteinander reden. Oh, Testtag. Audio muss heute zwei Tests, verschiedene Tests schreiben. In einer der beiden wird sehr schwer werden. Es bleibt zu nicht viel Zeit zum Lernen. Soll er für den schweren Test lernen oder die Lernzeit auf beide Tests aufteilen? Ich würde sagen, wir lernen mal für den schweren Test. Oh, Lernen macht sie bezahlt. Eine 1 minus und eine 2 plus. Nicht übel. Leistungsverbesserung klein. Sehr schön. So soll es sein. Gut. Sie geht jetzt erstmal hier und holt sich ein bisschen was. Naja, sie geht zur Kuhpflanze. Herbie, was tun wir mit dir? Du musst gerade Gala-Abendessen Silber verdienen, okay? Hier sieht's gut aus. Inspiriert wirst du gleich durch das Schauen hier. Kochst du für Ideen schauen, genau. Danach darfst du noch mal kurz. Ah, das macht dir sogar Spaß. Das ist perfekt. So, jetzt gucken wir erstmal unsere Kuhpflanze zu. Hallo, kleine Moku. Ja, kleine Moku, komm mal her. Knuddeln wir sie mal ein bisschen. Ja, wir mussten eine Stunde bei der Arbeitszeit. Das ist richtig. Ja, spielen wir mal ein bisschen mit ihr. Hallo Moku. Hallo Moku-Pflanze. So, Chrissy, jetzt würde ich sagen, darfst du noch ein bisschen dich hier mal ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Alles ernten. Gibt es hier noch was? Da können wir noch mal jäten. Bewässert ist gerade noch alles, wie es aussieht. Ja, sieht gut aus. So, Herbie. Wir machen dich mal fertig für die Arbeit. Ah, ja, Spaß sollte noch ein bisschen steigen. Ja, das ist aber gleich erledigt. So, und jetzt darfst du noch kurz auf Toilette gehen. Schnell. Und dann auf zur Arbeit. Chrissy hat Level 7 Gartenfähigkeit erreicht. Sehr gut. Chrissy, ich bin stolz auf dich. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Ah, du musst aber auch bald zur Arbeit, oder? Dann sollten wir doch mal an deiner Hygiene arbeiten, dass du nicht hier noch irgendwie Probleme bei der Arbeit kriegst. Dann dusch doch noch mal eine Runde. Herbie müsste jetzt gleich zur Arbeit gehen. In ein paar Minuten ist es soweit. Wow, was ist denn hier los? Komm, das mach du mal eben sauber. Ja, das darfst du nur eben sauber machen hier, bevor du zur Arbeit gehst. Ja, Herbie. Oh, Unterrichtswoche ist beendet. Sehr cool. So, jetzt heißt es erstmal Hausaufgaben machen. Hier einmal die Hausaufgaben machen und du. Oh, du bist schon ein bisschen müde. Ja, aber du kannst trotzdem deine Hausaufgaben noch eben machen. Komm. Hier Hausaufgaben machen. Sehr schön. Go. So, wann müsst ihr jetzt eigentlich zur Arbeit? Du in 3 Stunden. Oh, das ist ja nicht mehr viel. Da müssen wir doch dafür sorgen. Kann er da beim Job eigentlich aufsteigen? Zwei Oberschüler, okay. Hier, Level 4 Charisma-Fähigkeit erreichen. Okay, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Vorher können wir nicht aufsteigen. Ideale Stimmung, selbstsicher. Herbie geht zur Arbeit. Tschüss, Herbie. Viel Spaß auf der Arbeit. So, Chrissy duscht noch.
Darf danach hier eine kurz noch eine Runde spielen. Sportspaß und dann geht's zur Arbeit. Wie sieht's bei euch aus? Hausaufgaben? Du könntest dann, na, du musst ja arbeiten. Du kannst dann Andrea nicht anrufen. Das könntest du sie noch fix anrufen, bevor du. Ach, das ist so doof. Okay, du darfst gleich erstmal hier oben Teile plündern, dann verwenden, duschen wegen mir und dann heißt es, noch kurz ein Spiel spielen, Sims Forever und ab ins Bett mit dir. Was sind eigentlich deine Wunschträume? Ah, Logik. Das kannst du dann machen, sobald du wieder wach bist. Einmal hier spielen. Chrissy. Muss in ein paar Minuten bei der Arbeit sein, aber das ist ja auch nicht tragisch. Hier. Den haben wir jetzt komplett abgefrühstückt. Was machen wir mit ihm? Ihn schicken wir zur Arbeit. Was sollen wir sonst groß machen? Wann muss er zur Arbeit? Um in 2 Stunden. Okay. Vorwiegend harmlos. Meister des Unfugs. Ja, das kann auch lustig werden. So, oh, Tischschmuck wurde nicht geliefert. Nein. Okay, wir basteln einen improvisierten Leistungsverbesserung klein und 100 Simoleons Trinkgeld. Perfekt. Ja, play. So. Oh, er ist konzentriert. Voll konzentrierter Audio. Gut, Spaß fehlt ihm gerade so ein bisschen. Dann. Oh, Hausaufgaben fertig. Oh, und was? Oh nein! Chrissy, was tust du? Gehst du nicht zur Arbeit? Hör du auf! Hör du auf, Arbeit gehen! Go, 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 go. Play. Hör auf zu spielen und geh zur Arbeit. No beam. Sorg. Oh, okay. Okay. Lektion Genie. Was habe ich hier schon wieder alles mit hier bekommen? Audio ist ein Genie. Genies sind häufiger auf geistige Bestreben konzentriert und zum Glücklich, die sie zum Glücklichsein benötigen. Okay. Voll konzentriert. Wegen Merkmal Genie. Okay. Hier 2 gewöhnliche Tuning-Teile. Okay. Play. Ja, Chrissy, dann aber mal ganz fix zur Arbeit mit dir. So nicht, meine Dame. So, Audio. Sitzt auf Toilette. Lektion selbstsicher. Audio ist selbstsicher. Sims mit diesem Merkmal fühlen sich. Okay. Das können wir wegklicken. Chrissy ist bei der Arbeit. Gut. Audio. Was stellen wir mit dir noch an, bevor du jetzt zur Arbeit musst? Spiel doch hier mal eine Runde. Blickblock. Das ist doch eine gute Idee. Go. Bist du derjenige? Na, er. Hier sieht es gut aus. 3-mal Zusatzaufgaben lösen und Charisma-Fähigkeit. Er für seinen Job braucht Gartenfähigkeit. Oh ja, das ist noch. Da haben wir noch was zu tun. Und Andrea ist da, aber Audio hat gerade wenig Zeit. Er muss ja gleich zur Arbeit. Dann würde ich doch sagen, kommen wir kurz mal hereinbitten. Kann ich hier zusammenspielen oder so? Ich meine, das bringt nicht mehr ganz so viel, aber komm, jetzt sprich noch kurz mit deiner Freundin, bevor du zur Arbeit gehst. Hier noch kurz mehr Auswahl, Romantik, fragen, ob Sims Single ist. Fragen wir ihn doch mal. Fragen wir sie, oh Gott, ist sie Single oder hat sie einen Freund? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, sie ist Single! Yay! Mehr Auswahl, Romantik, Kompliment über Aussehen. Flirten wir noch kurz ein bisschen. Lange können wir es nicht mehr machen, weil er zur Arbeit muss. So. Falabo, Skunk-a-Glaffin. Bruhana Vizor. Okay, jetzt müssen sie aber ihn bitten zu gehen. Das tut mir leid. Terishi Flupp, und dann gehen wir zur Arbeit. Es tut mir leid, Andrea, aber wir müssen jetzt leider. Ey! Was tust du? Na gut. Audio zockt noch eine Runde, bevor er gleich ins Bett geht. Audio ist bei der Arbeit. So. Jetzt langsam dürftest du ins Bett gehen. Ganz langsam. Ganz gemütlich. Geh ins Bett. Jetzt komm. So, und dann sind irgendwie alle sind dann weg. Das ist natürlich doof. Wo ist Andrea gerade? Andrea, wo bist du? Wo versteckst du dich? Frage des Preises. Ein Kunde bittet Audio um zusätzliche Informationen zu 2 verschiedenen Dampfreinigern. Audio kennt beide Marken, Hansdampf und Dampf und Kessel, und sie sind beinahe identisch, bis auf den Preis. Hilft er dem Kunden, Geld zu sparen, oder dreht er ihm die teurere Marke an? Ah, wir geben ihm mal die günstigere Marke. Leistungsverbesserung, yay, wird vom Boss gelobt. So soll es sein. Ich hoffe,
die Kuhpflanze hat jetzt nicht Andrea gefressen, das wäre ganz blöd. Wo ist Andrea hin? Andrea, wo bist du? Bist du nach Hause? Was tust du da? Oh oh. Sie lockt gerade irgendwas mit Kuchen an. Hilfe, Kuchen essen? Andrea, wo bist du? Ich habe keine Ahnung, wo Andrea ist. Okay. Gerade sind alle irgendwie unterwegs oder auf der Arbeit. Dann machen wir nochmal einen Schritt schneller. Und Herbie ist wieder da. Nee, Audio ist wieder da. Hey Audio, wie geht's dir? Du bist fertig mit der Welt. Fertig mit Gott und der Welt. Und Herbie ist wieder da, oder? Nee, Chrissy ist wieder da. Und schlafen. Und Chrissy, was tun wir mit dir? Dir geht's ja richtig gut, würde ich doch sagen. Darf man den Kuchen essen oder ist das eher eine böse Idee, blöde Idee? Ich weiß es gar nicht. Fütter mal die Kuhpflanze. Ich habe das Gefühl, die Kuhpflanze will uns ärgern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit der Kuhpflanze umgehen muss. Es wäre blöd, wenn sie jetzt gefressen wird. Ja, das Kuhpflanze lecker haben. Sehr schön. So, unser Garten braucht Wasser und Gartenfliegen können wir jetzt einfach mal so machen. Was macht sie denn jetzt mit Gartenfliegen? Untersucht Garten. Okay. Macht sie jetzt einfach alles? Das wäre ja cool, wenn sie jetzt einfach alles machen würde. Bei Gartenpflegen. Ja, sie macht jetzt einfach alles. Perfekt. So soll es sein. So, die beiden Audios schlafen. Herbie ist noch bei der Arbeit. Wie lange noch? Keine Ahnung. Chrissy kümmert sich um den Garten. So soll es sein. Die liebe Kuhpflanze, die wird nochmal gestreichelt und mit der spielen wir noch eine Runde. So. So geht's hier jetzt gut voran. Und jetzt müsste Herbie wiederkommen von der Arbeit. Herbie wurde befördert. Glückwunsch, kleiner Herbie. Komm mal her. Da ist er schon, der müde Krieger. Wir schicken ihn mal ins Bett. Und wir haben was bekommen. Hochbelastbares Küchenregal, Profi-Küchenregal an der Decke und Deckenkochregal. Oh, das schaue ich mir mal kurz an. Gehen wir mal eben in den Baumodus. Schwupps. Eine Etage tiefer, hier in unsere Küche. Was haben wir bekommen? Deckenkochregal oval. Das ist ja eher für ganz hohe Decken gedacht, glaube ich. Ja, das sind alles eher für krass hohe Decken gedacht. Dies hier ist das, was wir benutzen können. Packen wir es einfach mal hier so drüber. Ja, so wird das da hingehängt. Was haben wir noch bekommen? Esstisch Mission förmlich. Ich dachte, das ist... Nee, das ist noch was anderes. Das ist der, den wir mal gekauft haben. Nee, das war's eigentlich auch schon wieder. Und weiter geht's. Yippie, wir haben einen Profikoch. Also Konditor, nicht Profikoch. Ihr wisst, was ich meine. So, Audio. Was stellen wir mit dir denn noch an? Du, dir geht's eigentlich ganz gut. Dann würde ich doch sagen, jetzt, um Andrea anzurufen, ist es ein bisschen spät. Werf das hier mal kurz weg. Was möchtest du denn jetzt? Du möchtest von Sims nicht gemocht werden und Charisma-Fähigkeit. Okay, Charisma-Fähigkeit kriegen wir über den Spiegel hier. Da darfst du doch hier gleich mal eine Runde Rede üben. Chrissy ist immer noch im Garten beschäftigt. Herbie schläft erstmal eine Runde und muss Gourmet-Speisen zubereiten. Ah, schauen wir doch mal hier. Hier, ein Gourmet-Menü zubereiten. Was haben wir denn da Leckeres? Ah, Spinat-Frittata in Portionsgröße Familie. Und dann darfst du nochmal kochen. Tetrette, hier ein Omelette, auch in Familiengröße. Sehr schön. Jetzt fehlt noch dieser Audio. Hunger hat er. Hunger hat er, das können wir ändern. Wir öffnen hier mal und schnappen uns ein Brathähnchen. Gut, Chrissy, weiter geht's bei dir. Hier wird fleißig immer noch der Garten gepflegt, wie der Garten. Gut, wenn sie da dann fertig ist, wird noch Kuhpflanze gestreichelt und mit Kuhpflanze gespielt. Jetzt können wir jetzt schon Pflanzen veredeln. Ableger nehmen können wir. Schneide einen Trieb von der Pflanze ab, um ihn anderen zu befestigen und beobachte, was daraus wächst. Oh, interessant. Trieb einer Pflanze ab und... Okay.
Da nehmen wir doch mal einen Ableger von dem Gänseblümchenstrauch. Und dann schauen wir noch mal, was wir damit noch machen können. Denn das müsste Pflanzen veredeln sein. Das kann doch interessant werden hier. So, Herbie. Die alten Schlafmützen immer. Die pennen hier den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und tun danach nichts. Tja. Meine Güte, wie aufwendig ist denn dieser Garten? Das gibt's doch nicht. So, Kuhpflanzen. Hey du, kleine Kuh. Wie geht's dir? Lass dich streicheln, lass dich knuddeln. Oh, Yasinar. Keine kleine Mutter. Wow, forstgesichtig. Nabatani. Forstgesichtig, ja? Immer vorsichtig. So, jetzt versuchen wir mal die Pflanzen zu veredeln. Mal gucken, ob das funktioniert. Habe ich jetzt eigentlich schon alles geerntet hier? Sieht nicht so aus, als ob alles geerntet ist. Ernten wir doch mal. Okay, wir haben jetzt einen Pflanzenableger genommen. Gespleister Gartensprössling. Können wir den hieran befestigen? Veredeln. Mit gespleister Gartensprössling. Was haben wir hier jetzt gerade genommen? Petersilienpflanze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber haben wir die zweimal sogar? Spinat. Boah, ach mein Gott, mal gucken, was passiert. Wird schon irgendwie schief gehen, ne? Weinrebe, Erdbeerstrauch. Dann kann ich mal die Pilze veredeln? Ne, das geht gar nicht. So, aber jetzt wird erstmal geerntet. Die Kuhpflanze geht super. So soll es sein. Wir haben wieder tonnenweise Geld. Ich glaube, ich verbessere mal meine Küche. Ah, das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Das ist oder? Nee, ich mach's jetzt. Komm. Küche, komm mal her. Du wirst jetzt mal verbessert. Schwupp. Liebe Küche, wir brauchen neue Geräte. So, muss ich dafür das Inventar der Küche komplett rausnehmen? Oder wird das automatisch in mein Hausinventar reingeschmissen? Ich weiß es gar nicht. Komfort. Aperate. So, wir haben hier einen Billigkühlschrank. Essensqualität 3, Zuverlässigkeit 3. Nehmen wir doch mal irgendwas Besseres. Hier so ein Frischofix Ultra Toll M Deluxe Gemüsefach. Mit Deluxe Gemüse Retro Kühlschrank Eisschrank. Na, der hier, das wird unser Kühlschrank. Ich glaube aber, ich werde mal kurz öffnen und öffnen. Ach, das ist das gleiche drin, was da auch drin ist. Okay, perfekto. Dann können wir das Ding ja verkaufen. Er kommt dahin. So, neuer Herd muss her. Herde. Nehmen wir mal, was haben wir denn da Feines noch? Oh, hier sind noch ganz viele Geschichten. Kochmax Pro. Wir haben hier den Leckerkocher. Der kommt mal weg. Und dafür kommt der Kochmax Pro. Andere Farbe brauchen wir die. So edelstahlmäßig. So. Was haben wir hier denn? Plus Kochfähigkeit? Ach, die sind alle doch zu teuer, deswegen kann ich mir den nicht kaufen. Schwoah, ist der geil. Der ist mal richtig cool. Der ist Level 10 Berufszweig Koch. Nehmen wir erstmal den hier. So, dann haben wir auch schon unsere Kochnische hier verbessert. Und dann geht's weiter. War ja jetzt nicht viel, was wir getan haben, irgendwie, ne? Egal. Chrissy ist immer noch im Garten. Hat die Pflanze veredelt. Was haben wir denn jetzt da bekommen? Gekreuzte Pflanze, Petersilie und Gänseblümchen. Jetzt muss ich aber noch einmal Petersilie pflanzen, sonst habe ich keine Petersilie mehr. Komm mal her. Nein, kommst du? So, Petersilie einmal dort einpflanzen, bitte. Upp, eingepflanzt. Bin ja gespannt, was dabei rauskommt, weil hier die Pflanzen kreuze. So, dann füttert gleich nochmal die Kuhpflanze und dann gibt's was zu essen. Hier. Einmal öffnen und nehmen wir doch mal ein Brathähnchen. Jetzt kann ich sowieso mal hier kurz reingucken. Was haben wir denn hier noch Leckeres? Wir haben hier noch Zwiebeln. Die kommen hier mal rein. Karotten werden verkauft. Ja, bitte. Bananen werden hier reingepackt. Basilikum haben wir ohne Ende. Kommt weg. Ja. Dann Erdbeeren haben wir auch tonnenweise. Die kommen auch weg.
Jo. Äpfel können wir noch gebrauchen. Petersilie können wir noch gebrauchen. Pilze haben wir genug. Die können. Na, kommst du? Kommst du her, kleiner Pilz? Ja, weg damit. Spinat brauchen wir noch. Und Weintrauben können wir auch noch gebrauchen. Bueno. So, Chrissy ist immer noch ein bisschen alleine hier. Audio ist wach. Oh, hallo Audio. Er spielt gerade Schach, danach darf er seine Zusatzaufgaben noch machen und dann darf er das Ding im Inventar platzieren. Dein Bruder schläft hier den Schlaf der Gerechten, hat danach aber schon eine Aufgabe und er hat Hunger, tierischen Hunger. Dagegen haben wir was. Öffnen, schnapp dir noch ein Stück Geburtstagskuchen. Happy ist, muss dringend auf Toilette. Oh, oh, oh. Hier ganz fix mal, na, wir gehen mal nach unten. Oben sind die Kinder schon unterwegs, verwenden. So, und jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Folge von unserer Familie Andrena und unserem neuen Familienmitglied, der Kuhpflanze. Hey, kleine Kuhpflanze. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play The Sims 4. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.